Hallo YouTube, was geht es wieder soweit? Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Tatsächlich, ich bin jetzt aktuell gerade live, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil ich mega hyped bin selber drauf und jeder soll es mitbekommen. Deswegen findet ihr jetzt die Reaction auf den Trailer von GTA 6 auch hier live auf dem YouTube-Kanal. Viel, viel Spaß, wir gucken uns den auch noch in Ruhe an und schreibt eure Meinung dazu ganz gerne, was ihr denkt, wann es wirklich kommt. 2025, April, Ende Dezember. Wann auch immer, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin mega hyped auf GTA 6, natürlich auch auf GTA 6 RP. Abfahrt. Daumen nach oben da lassen, bin mega hyped. Rein in die Reaction. Hast du gesehen, Mickey? Ja? Rox hat anscheinend den Trailer schon veröffentlicht auf YouTube. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Oh. She said she cared about me. She tried to make my world. Oh. The way she thought it should be. Oh. Yeah, we were desperate then to have each other. Who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Boah, aber wir haben noch nichts gesehen, ne? Wir haben noch nichts gesehen, Chat. Und jetzt stellt euch bitte vor, Dezember 2025. Also, das ist der erste Trailer. Du musst jetzt noch ein komplettes Jahr warten. Und die werden wahrscheinlich nach und nach was rausbringen, aber... Boah, 2025 ist hart. Boah, okay, also RP kommt 2027, Chat. Hyped as fuck. Ich bin auch so gespannt auf die Grafik und so weiter. Boah, das sieht natürlich hier mega aus alles, ne? Digga, das sieht auch... Digga, das sieht so sexy aus, ne? Ehrenlos, wer anschaut, sorry, Mickey. Nein, nein, die haben das, also der offizielle Kanal hat das schon hochgeladen, weil es eben geleakt worden ist. Ich habe nicht das Geleakte gesehen, sondern die Leute, die es quasi, also Rockstar hat davon mitbekommen, dass es geleakt wurde und hat dann quasi automatisch dazu den Trailer direkt hochgeladen. Diese Stelle am Stand, krass, wo der Typ mit seiner Frau joggt. Ja. Er hat schon 93 Millionen Klicks niemals. Weiß nicht, wie viel. 1 Million Likes. Eine Million Likes, ja. Hab auch gesehen. Wahrscheinlich sag's euch, das on-stream zu machen, wovon man keine Ahnung hat, man ist auf den Chat angewiesen, ist das Schlimmste, was es gibt. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were dead. Digga, das sieht auch pervers geil aus, Chat, ne? Bin ich gespannt, was du dann natürlich so hier auf den einzelnen Inseln und so machen kannst. Wenn du hier so mit dem Auto und so lang fährst, das wird schon. Yeah, we were desperate. Oh,
Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Digga, ich finde das Theme dazu, ne, halt mit den Palmen, so dieses Miami-Ding und so, finde ich übertrieben heftig. Es sieht schon sehr, sehr sahnig aus. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Digga, das mit dem Strand kommt auch sehr geil. Der Song ist auch brutal. She said she cared about me. Ja! She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a long, long road. Yeah, love is a long, long road. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Trust in must. Also der Trailer holt mich sehr ab, muss ich sagen. Der Trailer und der Song und so ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ich wünschte, man hätte ein bisschen mehr gesehen. Na, aber 2025 sind wahrscheinlich jetzt 700 Tage bis dahin, ne? Also wir werden wahrscheinlich bis 2025 noch viele, viele andere Trailer bekommen. Ja, ich kann mir auch November 2025 kann ich mir vorstellen. Zur Weihnachtszeit. Gerade damit du so diesen Markt abdeckst hier, ne, und dann Weihnachtsbaum das Spiel legen und so. Niemals hauen die das im Januar raus. Niemals, ne? Black Friday, hier, den ganzen Kram halt. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass halt RP damit auch schnell kommt. Das wäre halt big. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, du kannst relativ schnell, machst du die Story, spielst die Story durch, hast den Online-Modus und dann kannst du relativ schnell in GTA 6 RP rein. Oder man ist halt gerippt und RP drauf braucht trotzdem wirklich noch 2-3 Jahre, ne? Boah, ich bin echt hyped, Chat. Fuck. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass... Also, stell dir mal vor, Chat. Also, ich will den Teufel da nicht an die Wand malen, ne? Aber ich will tatsächlich, zu meiner Lebenszeit würde ich ganz gerne noch zwei Sachen erleben. Zwei Sachen. Einmal GTA 6 und das Ende von One Piece. Dann bin ich doch, dann ist das Ding doch gut bezahlt. Und Chat, sollte ich auf diesem Weg abhanden kommen, dann führt es für mich zu Ende, ja? Tut mir den Gefallen. Wenn ihr spielt und wenn ihr es guckt, denkt dabei an mich. Und erzählt mir dann, wie es war. Ich guck da von oben zu. Rockstar YouTube hat gepostet. Was? Ja, okay. Für die Zuschauer gucken wir ihn einfach nochmal und ich will ihn auch nochmal sehen. Aber wir tun so, als ob ich ganz überrascht bin und es noch nicht mitbekommen habe, okay? Wir tun so, als ob ich ihn noch nicht geguckt habe, ja? Okay, wir gucken uns ihn jetzt gemeinsam an. Okay, Chat. Wir gehen rein. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Yeah, we were desperate then.
Und ich verlange auch, dass das Spiel 400 GB groß ist und ich mir eine 7000 Euro Grafikkarte dafür kaufen muss. Auch das Krokodil darf man nicht vergessen, 4 von 10 gefährlich. Und meinetwegen kostet das Game auch 200 Euro. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Und der ganze Trailer, habe ich so Bock gehabt. Das Strandthema, die Autos, die Grafik, alles war geil, alles. Dann zum Ende dieses Trust in Must, was sie gesagt haben. Und dann wartest du so, dann kommt hier dieses GTA 6 und dann steht hier auf einem Schlag 2025. Und dann fragst du dich, okay, 2025, wann? Dann denkst du, okay, wir haben jetzt 2023, 2024, 2025. Und wenn du dann rechts ist, 2025, Ende 2025? Und wenn Ende 2025, wird es nochmal verschoben, ist auf jeden Fall ein Kracher.